Dann herzlich willkommen zur Vorlesung Communications Engineering. Bevor es in den nächsten Videos dann um die Inhalte geht, möchte ich in diesem ersten Video ganz kurz umreißen, worum es nicht nur in der Vorlesung tatsächlich, sondern in dem gesamten Modul, also in Vorlesung und Übung, gemeinsam gehen wird, womit wir uns beschäftigen werden, was die Inhalte sein werden und womit wir uns praktisch auseinandersetzen. Zum Lehrveranstaltungsmodus sage ich in einem weiteren Video dann noch ganz kurz was und der Inhaltsüberblick macht dann das Trio der einleitenden Videos komplett. Es wäre sehr nett, wenn ihr euch das anschauen würdet, bevor wir dann tatsächlich in die eigentlichen Inhalte einsteigen. Gut, Communications Engineering, wenn man sich das anschaut im Wirtschaftsinformatik, Bachelorstudium ist relativ spät angesiedelt, zumindest im empfohlenen Studienverlauf, weil es einen relativ breiten Anspruch hat und immer schon gehabt hat. Communications Engineering ist die Lehrveranstaltung, die darauf abstellt, Kompetenzen zu vermitteln, die an Wirtschaftsinformatiker in die Lage zu versetzen, die Schnittstellenfunktion zwischen Betriebswirtschaft und Technik oder Organisation und Technik in Unternehmen einzunehmen. Vielleicht, wenn ich das kurz skizziere, immer wenn ich nach unten schaue, nicht wundern, das ist keine Schüchternheit, sondern da gibt es da dieses kleine Zeichentablett, auf dem ich ganz kurz was skizziere. Wir haben also in CE, in Communications Engineering, die Aufgabe, uns in die Mitte zu stellen, mal das deaktivieren, genau, uns in die Mitte zu stellen als Wirtschaftsinformatiker zwischen den betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten eines Unternehmens, den technischen Aspekten eines Unternehmens und den Mitarbeitern oder den Menschen, die im Unternehmen tätig sind. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir immer wieder unterwegs sind. Es geht einerseits darum, den Geschäftserfolg sicherzustellen. Das heißt, die Anforderungen, die kommen meistens aus dem organisatorischen Kontext, aus der Aufbauorganisation des Unternehmens und aus der Ablauforganisation. Daher kommen unsere Anforderungen. Die sollte man dann mit Hilfe von Technologie irgendwie unterstützen, sodass die Mitarbeiter, die im Unternehmen tätig sind, also die haben auch wiederum Anforderungen, Bedürfnisse, so dass die durch Technologie befähigt werden, den Unternehmenserfolg sicherzustellen. Dann kommt nur dazu, dass natürlich auch von Seiten der Technik Anforderungen bzw. Einschränkungen vorhanden sind, also was dann tatsächlich auch umsetzbar ist. Das alles stürmt auf uns ein und wir als Wirtschaftsinformatiker müssen uns da drinnen irgendwie verorten und die Sachen so zusammenbringen, dass einerseits die Mitarbeiter zufriedengestellt sind, andererseits der betriebswirtschaftliche Erfolg sichergestellt ist und zum Dritten die technische Infrastruktur bzw. die Informationssysteme des Unternehmens so verwaltbar bleiben, dass man mittel- und langfristig damit arbeiten kann. Das zusammengefasst, da kann man jetzt lang erzählen, ich habe dann nochmal versucht, das im Skriptum, wir sehen da übrigens schon das Skriptum, ganz kurz, in einem einzelnen Satz zusammenzufassen, den wir da sehen. Ich lese den ganz kurz vor, weil er ganz gut zeigt, worum es gehen soll. Vielleicht markieren wir uns, dass wir sehen, wo wir sind. Die Absolventinnen des Moduls Communications Engineering sind in der Lage, Unterstützungssysteme, das ist einmal wichtig, zu bauen. Unterstützungssysteme ist ganz bewusst an der Stelle nicht technisch formuliert.
Unterstützungssysteme können auch organisationale, soziale Instrumente sein, alles, was uns dabei hilft. Und das ist der nächste Aspekt, operative Arbeit in Unternehmen zu unterstützen. Die Einschränkung auf operativ an dieser Stelle ist ganz wichtig. Wir sind in Communications Engineering nicht im Informationsmanagement. Es geht nicht darum, strategische Informationssysteme, Management-Informationssysteme zu bauen, sondern tatsächlich die eigentliche operative, wertschöpfende Arbeit im Unternehmen zu unterstützen. Damit wir das effektiv tun können und auch wirklich dem Unternehmensziel beitragen, müssen wir berücksichtigen, wie das Unternehmen aufgebaut ist und wie dessen Geschäftsprozesse ausschauen. Das ist der Link zurück zu PKM, das die meisten ja schon absolviert haben sollten. Das heißt, wir kennen das Unternehmen, wir kennen die Abläufe, wir kennen seinen Aufbau und können daraus ableiten, wie die Unterstützungssysteme ausschauen sollen. Nachdem wir Wirtschaftsinformatiker sind, hat das Ganze immer einen technischen Aspekt. Also es geht konkret um eine technische Umsetzung von Informationssystemen, die wir einerseits konzipieren sollen und deren Umsetzung wir andererseits anleiten können sollen. Anleiten an dieser Stelle ganz wichtig. Der typische Wirtschaftsinformatiker mag zwar der sein, der konkrete Anwendungen oder technische Infrastruktur auch umsetzt. Eine klassische Rolle wäre aber, das eher anzuleiten und auch hier wieder die Vermittlerfunktion zwischen dem technischen Fachpersonal und der betriebswirtschaftlich-organisatorischen Ebene des Unternehmens herzustellen. So, darum geht es ganz grundlegend in Communications Engineering. Communications Engineering hat ja im Titel schon dieses Kommunikation drinnen. Es geht auch darum, diese Unterstützungssysteme mittels soziotechnischen, sozialen, organisationalen und technischen Kommunikationssystemen zu unterstützen. Und genauso ist das Skriptum dann auch aufgebaut oder die Lehrveranstaltung aufgebaut, das ganze Modul tatsächlich aufgebaut, nicht nur die Vorlesung, das zieht sich auch durch die Übung. Wir werden uns im Wesentlichen mit vier großen Blöcken beschäftigen und ich darf es ganz kurz wieder skizzieren. Da mal ganz kurz das wieder klein machen. Wir haben vier Blöcke, von denen sich der erste um das Grundlagenwissen herzustellen, mit der technischen Infrastruktur beschäftigt. Ganz konkret sind das Computernetzwerke. Technische Infrastruktur. Wir werden uns dort, kommen dann nachher nochmal genauer drauf, ansehen, wie denn Rechner miteinander vernetzt werden können, wie die ganze Kommunikation da funktioniert und uns dann Schritt für Schritt von der sehr technischen Ebene hin zur Applikationsebene arbeiten und uns anschauen, mit welchen Softwareinfrastrukturen man denn Unternehmen, Unternehmensinfrastrukturen, Unternehmensapplikationslandschaften aufbauen kann. Das bringt uns in den zweiten Themenbereich, mit dem wir uns beschäftigen. Das ist im Wesentlichen Software, die die ganze Komplexität dieser Netzwerkkommunikation versteckt. Das ist der Themenbereich 2, den wir uns anschauen werden, um dann, also auch hier wieder mehrere Einzelthemenbereiche, um dann endlich von der Technologie einmal uns umzudrehen und auf die betriebswirtschaftliche Ebene zu schauen. Und ein Thema einzuführen, das sich Enterprise Architecture Management nennt. Das ist nicht nur in der Forschung, sondern auch in den letzten Jahren in der Praxis immer stärker wahrgenommenes Betätigungsfeld, das man immer öfter in Stellenausschreibungen findet oder die als gewünschte Kompetenz in Stellenausschreibungen findet, dass der Bewerber, die Bewerberin Kenntnis im Enterprise Architecture Management hat. Das Enterprise Architecture Management ist ein Synonym für diese Schnittstellenfunktion, die ich vorhin skizziert habe. Also das Unternehmen als Ganzes wahrnehmen zu können und aus dem
den organisatorischen Strukturen und Abläufen abzuleiten, wie denn Informationssysteme unterstützen können und in weiterer Folge, wie die technische Infrastruktur dazu ausschauen muss. Und das vierte Themenbereich, und jetzt kommen wir auf diese dritte Dimension, die ich vorhin skizziert habe, das ist der Mensch, geht es ganz konkret um Arbeitsunterstützung. Da sind wir auf der operativen Unterstützungsebene. Welche Systeme, welche unterschiedlichen Werkzeuge, Instrumente gibt es denn, um Menschen bei ihrer operativen Arbeit und vor allem bei der Zusammenarbeit, also bei der Kollaboration, zu unterstützen. So, diese vier Themenbereiche werden wir uns im Groben anschauen und die sind natürlich untereinander verknüpft. Wie die untereinander verknüpft sind, das schauen wir uns in einem separaten Video nochmal an. Da muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ins Detail schauen. Aus der Breite kommt vielleicht schon raus, dass wir in Communications Engineering über viele Themen nur einen Überblick geben können. Das heißt, manchmal werden wir ein bisschen oberflächlich sein müssen. In vielen Teilen verlassen wir uns auch darauf, dass gewisse Inhalte im bisherigen Bachelorstudium schon gelernt wurden. Wir empfehlen, es gibt keine formalen Voraussetzungsketten, aber wir empfehlen sehr stark, dass ihr die gesamten Einführungslehrveranstaltungen in der Wirtschaftsinformatik absolviert habt, zusätzlich schon vertiefte Kenntnisse in der Softwareentwicklung habt. Das wird vor allem für den Übungsteil des Moduls wichtig sein, weil es da um die konkrete Umsetzung geht. Und dass ihr auch die betriebswirtschaftlichen Kernfächer schon erledigt habt. Wann das der Fall ist, dann wird Communications Engineering kein großes Problem sein. Erfahrungsgemäß ist es so, dass vor allem, wenn Softwareentwicklung 2 noch fehlt, wenn Software Engineering gegebenenfalls noch fehlt, es zumindest in der Übung zu schweren Problemen kommt. Also wir würden sehr stark empfehlen, Communications Engineering eher spät im Studium zu absolvieren. Gut, das war's für den Inhaltsüberblick oder für die grundlegende Einführung in die Lehrveranstaltung. In den nächsten beiden Videos, wie zu Beginn schon erwähnt, wird es nochmal um die Lehrveranstaltungsorganisation, um die Struktur gehen und um den detaillierten Inhaltsüberblick. Vielen Dank für das Mal.